Die Wintervorbereitung des FC Hansa Rostock wird präsentiert von Timescan. Zeiterfassung und Nachweisführung muss nicht kompliziert sein. Timescan. Vertrauen ist gut. Zeiterfassung ist besser. Timescan ist eine Marke der Soft Clean GmbH. Ja gut, Max hinter mir macht gerade so ein bisschen seine ersten Versuche wieder. Sind im Aufbautraining, genauso wie Nils. Ja, dann mit dabei ist ja wieder Lukas, der ist ja wieder voll eingestiegen, Corby ist wieder voll eingestiegen. Jetzt natürlich durch den Ausfall die Woche, oder beziehungsweise letzte Woche, Erik. Da müssen wir mal gucken, was bei rauskommt. Ja, Litti wurde operiert gestern, dem geht es soweit ganz gut. Operation gut verlaufen. Ja, das ist jetzt der Stand der Dinge im Moment. Ja gut, bei Reini sind halt die Probleme hinten im Bereich gewesen, also Hamstring, die hintere Kette. Die aufzubauen, Kräftigung in dem Bereich, Stabilität in der Hüfte reinzukriegen, untere Bauchmuskulatur, das ist immer so ein gesamtes Zusammenspiel. Aber ich mache das natürlich nicht alleine, sondern mit den Physios zusammen. Ja, wir müssen gucken, dass wir die Regeneration so gut wie möglich gestalten. Also vom Timing her schnell regenerieren, schnell nach den anstrengenden Trainingseinheiten, schnell die Regeneration beginnen, ob das jetzt Fahrradfahren ist, ob das Ausrollen ist. Oder hinten raus dann ausdehnen oder Entmüdungsbecken, Kalt-Warm-Becken. Das ist alles das, worauf wir jetzt im Moment den Fokus legen. Und ja, dann gucken wir mal, wie es beim ersten Spieltag läuft. Also erstmal geht's mir gut. Habe mich soweit ganz gut erholt. Ich habe jetzt morgen nochmal einen MRT-Termin. Wenn der gut ist, dann können wir konkret wieder steigern. Und ja, deswegen geht's mir soweit gut. Ich hatte eine Sehnenverletzung, also die Sehne hinten am Oberschenkel ist angerissen gewesen, war so gut wie durchgerissen und ja, das dauert und jetzt sind wir wieder auf einem guten Weg. Am Anfang war eigentlich, konnte ich nicht so viel machen, war eigentlich hauptsächlich Ruhe und wenig Belastung angesagt. Wir haben viel mit den Physios gemacht, Lymphdrainage und solche spezifischen Sachen. Und dann wurde nach und nach immer wieder gesteigert, immer ein bisschen mehr. Und ja, jetzt sind wir so weit, dass ich wieder auf dem Fahrrad bin, auf dem Stepper und langsam wieder anfangen kann zu laufen.